Hey, wir haben was vergessen. So, das hier unten. In der Mine. Der Weg hier nach unten, mit dem ich umgekehrt bin. Ich dachte, das wäre so ein unendlich Ding, wirklich. Ich meine ja nur, es geht auch sehr lange noch unten. Sieh diese Warnung, geh nicht weiter. Siehst du diese Warnung, ist unser Ritual fehlgeschlagen. Siehst du diese Warnung, bleibt das Seemonster verschlossen. Das Seeteiltor. Nicht das Seemonster. Karte der Räume. Alter! Okay. Ist es jetzt hier? Muss ich mich jetzt hier durchsneaken oder was? Ich bin ja ganz mies in sowas. Er ist nicht tot, der ewig liegt. Der Gott der Urzeiten hat die Zeit besiegt. Lasst öffnen uns das alte Tor und schleifen, während des Wächters Blicke in die Ferne schweifen. Ruft unseren Gott, der einzig Wahren. Er, der nicht sollte sein, trägt einen Namen. Ist das ein Checkpoint? Bitte, dass es ein Checkpoint sein. Ach du Scheiße.
da hochkommen. Vielleicht über diese Treppen. Dreieck. Halbe Kreis. Kreis. Kreis ist Z. Kann das? Was ist das komische Zeichen? Uff. Das komische E. Ich verstehe es ja nicht so ganz. Na gut, ich verstehe es nicht so ganz. Es toll, weil ich es überhaupt gar nicht verstehe. Also wir haben hier die verschiedenen Zeichen auf Boden. Wir müssen die anderen toten Personen finden. Diese Personen stehen dann nämlich Die Personen stehen dann nämlich genau auf den Zeichen, die ich brauche für das Rätsel. Was? Hilfe. So, das ist gerade ein bisschen stöbeln, aber ich bin gerade echt angespannt. Weil Horrorspiele sind gar nicht meins. Und ich wusste, dass das Ding offen. Dass The Vanishing of Ethan Carter auch was Gruseliges hat, aber solche Passagen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4. Ich habe 4. Das bringt mich wahrscheinlich noch nicht viel weiter. Also mir fehlen wirklich noch 2 Personen. Geil. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, werde ich da vielleicht eine Timelapse ausmachen.
oder einfach cutten, bis ich's hab. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, hau ab, hau ab. Ich hasse Horrorspiele und ich hasse Horrorspiele um 2 Uhr nachts. Eine Person brauche ich noch. Lange nicht mehr so gestresst, ey. Ein Videospiel. Ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit die rechte Wand ab. Nach dem Motto, irgendwann muss ich ja überall mal vorbeigekommen sein.